Hä? Danja? Was? Weißt du, wer gerade durch das Portal gekommen ist? Ja. So ein Schwein. Ist durch das Portal zu uns gekommen? Ja. Na großartig, das kann ja jetzt nur Gutes bedeuten. Hä? Was? Hier ist ein fahrender Händler? Ja, mit zwei Lamas. Ja, da kannst du was eintauschen bei dem. Ja, ich weiß, der ist doch voll cool. Smaragde, ja, du musst Smaragde. Yo, was läuft? Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Minecraft Loser. Und bevor es losgeht, zur kurzen Info. Danja hat heute keine Facecam dabei, sondern nur ihr Gameplay und ihre Stimme. Warum? Weil ich das nicht möchte. Nein, es geht gerade nicht. Und aus dem Grund, also nicht wundern, ihre Facecam wird das ganze Video nicht da sein. Aber ihr Gameplay ganz normal und auch ihre Stimme. Ihr hört mich ganz, ganz toll. Das ist auch das Wichtigste, dass ihr meine Sprüche hört. Ja, also mir wäre lieber, deine Facecam wäre dabei, weil dann, ich sehe das ja sowieso nicht gerade, sondern erst später und ich würde dich nicht hören. Aber ist auch nicht schlimm. So, Leute, die Weltbarriere, also kurze Info, ich war ja in der Höhle in der letzten Folge, ich habe Diamanten gesucht. Wir waren zum ersten Mal, sind wir durch das Portal gegangen und wir haben kläglich versagt. Dementsprechend waren wir vielleicht einfach noch nicht bereit, ne? Falls ihr Kommentare unter das Video geschrieben habt, das haben wir wahrscheinlich noch nicht gelesen, weil wir produzieren das ja auch so ein bisschen vor. Dementsprechend. Danja, ist vielleicht heute mal angesagt. Also ich habe beim letzten Mal schon was angekündigt. Und zwar, Danja, glaube ich, wird es Zeit. Wir haben zwar eine Base, aber ich denke, es wird Zeit, dass wir uns Häuser bauen. Das heißt, du dir deins und ich mir meins. Na toll. Ja. Nachdem ich jetzt ein Katzenhaus gebaut habe. Ja, aber das bleibt ja immer noch da. Das Katzenhaus, das kann ja da bleiben. Auch die Base bleibt da. Die können wir ja gemeinsam nutzen. Aber ich wäre auch dafür, dass wir halt, ich sag mal, ja, okay. Ich sag mal, ein Haus für uns jeweils bauen, ne, wo wir sagen, hey. Finde ich. Aha. Macht Sinn. Ist das so, ja? Ja, also okay. Geht es heute darum, ein bisschen auch das Haus auszubauen. Aber ich bin jetzt erstmal in diesem Dorf, weil die Weltbarriere hat auch dieses Dorf jetzt freigeschaltet. Ich bin auch unten nicht mehr in der Höhle, da bin ich schon wieder raus, einfach weil ich da keine Diamanten gefunden habe. Und jetzt bin ich in diesem Dorf, um es nochmal zu plündern. Was auf jeden Fall hier interessant ist, ich habe hier auch schon eine Höhle entdeckt. Beziehungsweise eine Mine. Da würde ich vielleicht heute noch kurz reingehen, um zu gucken, ob ich da vielleicht ansatzweise... Sollen die Häuser jetzt in der Nähe von der Base hin oder was? Du kannst das bauen, wo du willst, aber eigentlich macht es ja Sinn, ne, bei der Base was zu bauen. Eigentlich, aber ich überlasse es dir. Ich kann nicht mehr hier ein Haus zu scheren. Er will die WG auflösen. Das mache ich doch gar nicht. Die WG bleibt doch. Ja, die WG bleibt halt, aber so jeder hat dann so sein Haus. Ist schon okay. Ich habe es ja jetzt verstanden. Ist schon okay. Es verletzt mich auch nur ein bisschen. Hättest du auch einfach sagen können, dass ich nachts zu laut schnarche oder so. Ja, also. Das wäre schon okay gewesen. Ich hätte damit leben können. Das ist doch nicht mal das Problem dann, ja. Ach so. Was ist denn das Problem? Es gibt kein Problem, ich möchte einfach nur ein bisschen mehr Privatsphäre. Was willst du denn für Privatsphäre? Du bist doch eh nie zu Hause. Ja, genau aus dem Grund. Ich kümmere mich um die Katzen. Ich kümmere mich hier um alles. Ich habe hier hübsch gemacht, ich habe das ausgebaut, ich habe das Katzenhaus gebaut, ich habe den Garten gemacht. Was willst du denn für Privatsphäre? Fass es nicht. Also was mich gerade hier so ein bisschen wundert ist, dass es hier in diesem Dorf überhaupt keine Kiste oder so gibt. Wirklich gar nichts. Das ist jetzt schon etwas komisch. So, Leute, wo baue ich denn jetzt mein Häusle hin, was ich jetzt bauen muss? Weil Kahn gesagt hat, ich muss mir ein Haus bauen und Kahn baut sich dann einfach selber keins in dieser Folge. Ja, doch, doch, ich werde auch anfangen. Aha, ich werde auch anfangen, ich sehe es ja schon, ne? Doch, weil, also, weil beim letzten Mal, das war so eine schlimme Folge, wo einfach gar nichts funktioniert hat. Ja, das lag ja aber nicht daran, dass wir beide kein Haus hatten. Ja, aber damit meine ich was einfach ist das nur, dass denn ich schon wieder für ja, aber dann ja, damit meine ich einfach nur, dass ich jetzt etwas haben möchte, was wir hinbekommen, verstehst du? Und ein Haus bauen, das bekommen wir doch hin. Verstehst du, was ich meine? Ich war sehr erfolgreich in der Hölle. Weiß ich nicht. Kam da gut zurecht. Weiß ich nicht. Ich habe Goldklumpen mitgebracht. Ich habe hier dieses komische Netherquarz mitgebracht. Mich hat keiner angegriffen. Mir ging's ja gut da. Weiß ich nicht. Kannst ja ein Haus bauen. Hält hier keiner auf. Hier ist auch wieder eine Katze. Aber die kann hier im Dorf erstmal bleiben. Weil ich möchte auch erst wieder... Oh, das ist aber eine schöne Katze. Wenn ich mein Haus fertig gebaut habe.
So, und zwar meine ich, dass wir hier irgendwo... Du könntest halt ruhig auch mal ein bisschen Lachs fischen gehen, wenn du eh die ganze Zeit unterwegs bist, ne? Ich bin nicht unterwegs, ich bin im Dorf. Ja, dann wird da ja wohl auch irgendwo eine Wasserquelle sein, oder nicht? Nö. Ist da eine Wasserquelle? Hier gerade nicht, nein. Also hier ist ein Wasserfall, aber das ist keine Wasserquelle wirklich. Ja, wir haben hier ein paar Wasserquellen, aber hier sind keine Fische, Mann. Ja. Natürlich sind da Fische. Nerv mich nicht! Muss nur mal gucken. Ja, die Katzen verhungern alle wegen dir. Mann, ich bin immer noch so traurig, dass ich dieses ganze Knochenmehl nicht mitnehmen konnte. Gar kein Mitleid. Wo hatte ich denn jetzt diese Mine entdeckt? Ja, Leute, also das ist die Folge, in der Khan mich quasi aus unserer Base verbannt. Also hier brauche ich jetzt erstmal nicht rein. Du kannst doch in der Base bleiben. Hat. Hallo, was hast du denn für ein Problem? Ja, ich finde es frech, dass du hier einfach sagst, ich muss hier ausziehen. Finde ich jetzt nicht so ohne frech, Vorwarnung und nix. Und dann sagst du, wir bauen uns in dieser Folge Häuser und dann baust du dir nicht mal ein Haus. Dann bist du irgendwo in einem fremden Dorf unterwegs. Ja, ich schlafe jetzt auch erstmal hier eine Runde. Ja, mach das ruhig. Viel Erfolg. Ja, kannst du bitte auch schlafen? Ich kann es aber auch lassen. Bitte, komm. Was bitte? Kannst du bitte schlafen jetzt? Was willst du denn? Geh damit es wieder Tag ist. Ja, ist ja schön, wenn es da wieder Tag ist. Dann kannst du ja auch mal anfangen, dir ein Haus zu bauen und nicht nur mir damit auf die Nerven gehen mit dieser chlorreichen Idee. Ja, mach ich auch. Ja, mach halt. So, ich komme jetzt erstmal zurück, weil ich glaube, da hinten haben wir jetzt nicht so viel. Ich könnte natürlich jetzt auch hier so ein bisschen langlaufen, aber... ich werde es sein lassen. Ich habe dreimal Roheisen, das gar nicht so gut ist. Weißt du denn schon, was für ein Haus du dir baust? Sage ich dir nicht. Okay, also ich werde mir definitiv ein Wüstenhaus bauen. Ganz klar. Ich könnte natürlich auch einfach im Dorf wohnen bleiben. Ja, Khan, zieh doch einfach in das Dorf ein, genau. Oder du baust das Haus und ich gehe ins Portal. Ja, genau. Damit ich noch ein Gebäude baue, wo dir dann irgendwann mal einfällt, dass das immer noch nicht ausreicht. Das kannst du vergessen, bau dir deine eigene Hütte. Ist mir vollkommen wurscht. Oder du baust dir dein Haus und ich gehe einfach ins Portal. Mach von mir aus, was du willst, Khan. Das ist mir vollkommen egal. So, ich habe auch wieder ganz viel Weizen, das heißt, ich habe auch viel Brot. So, eigentlich wäre ich ja bereit, wieder durch das Portal. Du hast viel Weizen, den ich vorhin eingesammelt habe. Nö, ich habe das durch Heu jetzt gemacht. Ah. Habe ich mir jetzt selber gerade gemacht. Naja, immerhin. Ich habe gar nichts von dir geklaut. Und siehst du, in deinem Haus kannst du auch Sachen von dir lagern. Ja, da kommt ein Antikan-Abwehrsystem drauf in das Haus. Und ich verspreche, ich werde keinen Fuß in dieses Haus einbrechen. Ich werde nicht einbrechen. Ja, ich werde dich auch nicht einladen. Also ich werde mir ein Wüstenhaus definitiv machen hier. Vielleicht sogar mit Pool. Ich weiß es noch nicht. Ich könnte mein Haus auch um das Portal herum bauen. Das wäre natürlich klug, ne? Das ist bestimmt eine richtig, richtig gute Idee. Was ist denn das? Brot. Oh, guck mal, ich habe genau 64 Brot jetzt. Ich guck mal, was wir hier so haben. Oh ja, ich glaube, ich nehme mir das hier. Dann Sand. Und Sand packe ich gleich auch ein bisschen hier hin. Okay, jetzt ein bisschen was da und da hin. Wie sieht's aus, Danja? Was willst du denn jetzt? Ja, wie es bei dir aussieht. Ich baue doch. Okay. Schon ein bisschen aggressiv jetzt die Antwort.
empfinde das schon als sehr aggressiv. So, jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt hier... Dann brauche ich auch ein bisschen Erde, aber... Du baust im Dschungel, ne? Das geht dich überhaupt nichts an, wo ich mein Haus hinbaue. Hallo, Danja. Geh du weg. Du hast hier immer noch Ruhe. Du hast hier immer noch hier was Goldes. Geh doch wo jetzt ist denn dein weg. Haus? Geh weg. Wo ist denn dein Haus? Hau ab jetzt. Hör auf mich Geh zu schlagen. Doch. Du sollst weggehen. Bin ich doch. Gut. Geh doch, Kahn, jetzt geh doch bitte einfach. Das musst du noch sein. Ehrlich, ey. So, ich glaube, ich werde mir mein Haus... Ich baue mal mein Haus hier oben hin. So, dafür brauche ich einmal eine Werkbank. Und dann... Brauche ich hier ein bisschen was davon. So, ich werde es hier oben hinbauen, weil dann habe ich eine gute Aussicht. Also Leute, heute geht es ein bisschen darum, das Feld hier aufzubauen und dann später mein Haus definitiv. Also das ist das Grundstück meines Hauses. Ich werde das jetzt hier alles auf eine Ebene bringen. Hast du mich gerade gefragt, wo mein Haus ist und selber noch gar nicht angefangen? Ich habe jetzt erst angefangen. Hey, warum habe ich denn jetzt auf einmal... Noch eine Eisenspitzhacke? Hä? Nö, eigentlich nicht. So, also ich werde das nicht weit von unserer Base machen, genau wie bei dir. Aber mein Haus wird natürlich ein bisschen schöner als deins. Ach so. Ich mache jetzt erstmal hier so ein bisschen Platz. Also das wird so ein richtig luxuriöses Anwesen, sage ich euch, Leute. Ein luxuriöses Anwesen. Das hat diese Wüste noch gar nicht gesehen. Ein luxuriöses Anwesen baut sich der Herr dahin. Naja, dann sind wir ja alle recht gespannt. So, und wenn wir mit dem Haus durch sind, Leute, dann geht es hoffentlich wieder in die Hölle für uns. Dass wir hier mal so schauen. Ich finde, dafür hättest du schon mal kurz den Kreativmodus einschalten können. Nö, das macht man doch nicht. Das ist hier die ganze Zeit Survival. Und dabei bleibt es auch. Mit den Ressourcen, die wir auch haben, ne? Bleibt hier alles so, wie das hier ist. Jetzt habe ich hier zumindest... Und da wird sich nichts dran rütteln. Bisschen zumindest hier jetzt auch. So, okay. Das reicht definitiv noch nicht an Fläche. Aber ich habe jetzt genügend Sand... So, ich würde ganz gerne hier noch so ein bisschen, genau, da brauchen wir noch ein bisschen. Dann ja, wollen wir kurz ins Bett, dass wieder Tag wird? Ja, können wir. Guck, so ganz harmonisch, das läuft doch. Verstehe gar nicht, warum ja, du immer... Ja, wenn ich nix sage, dann ist es harmonisch, meinst du? Nö, jetzt so, deine Antwort so, ich verstehe gar nicht, warum du immer so auf Stress aus bist. Weil ich das frech fand. Du findest das also frech, gut. Ja. Okay. Ich werde auch hier eine Treppe, eine Leiter bauen. Hast du dich jetzt mal hingelegt? Sofort. Jetzt. In welchem Bett bist du denn bitte? Was, in welchem Bett ich bin? In nicht meinem? Nicht in der Base. Nee. Wir wohnen ja auch nicht mehr in der Base. Du wolltest ja deine Ruhe haben von mir. Hä, das ist doch nicht meine Base hier. Was willst du denn jetzt von mir? Das ist unsere Base. Ja, was denn? Du wolltest doch deine Ruhe haben. Da bin ich da jetzt nicht mehr gewesen. Was ist denn jetzt das Problem? Ja, ist okay.
So, dann wollen wir mal hier nach hier oben. Also dafür, dass ich in der, also in der Minecraft-Hölle schon... Na toll, jetzt regnet's. Das, oh, toll, oh, dass ich in der Minecraft-Hölle schon war. Aber wir können noch mal schlafen, wenn du willst. Ja, komm, das machen wir. Ich habe jetzt keine Lust auf dieses Wetter. Man kann nicht schlafen, es regnet nur. Ist kein Gewitter? Nein, es regnet anscheinend nur. Hm, okay, alles klar. Falls es doch gewittert, dann, ja. Können wir ins Bett. Also, wie gesagt, ich mache dieses Haus natürlich so ein bisschen auch als Triumph, dass ich schon in der Minecraft-Hölle war. Ne? Ich habe hier natürlich was mitgebracht. Das soll man auch bemerken. Aber mir gefällt das hier noch nicht so ganz. Aber auch hier wieder, wir haben hier genügend Sand. Stark. Ich denke, wir werden das hier hinbauen. Ich muss das jetzt einmal hier mal kurz ausgraben. Ich denke, so. Ja, hier. Ich werde das auch zweistöckig definitiv machen. Ja, das wird definitiv zweistöckig. So, okay, das haben wir schon mal. Okay, dann brauche ich ein bisschen Holz. Aber halt gleiches Holz, das wäre nicht ganz gut. So. Schnapp ich mir mal das und das und das. Wie sieht's bei dir aus? Gut. Hast du schon deine Wände oder dein Fundament oder so? Ja. Sehr gut, hätte ich jetzt von dir nicht gedacht. Okay. Also, dann... Oh, was will denn der Wüstenzombie jetzt hier? Kuscheln. Ich glaube, es ist auch Nacht. Naja, wollen wir vielleicht schlafen? Ja, es ist Gewitter und so. Komm, wir schlafen jetzt. Ich glaube, es ist auch Nacht. Also okay, Nacht ist es nicht, aber es ist Gewitter. Gewitter! Leg dich doch hin! Ja, mach ich doch. Ich musste doch erst zum Bett. Chill doch mal. Entspannen Sie sich. Ja, entspannen Sie sich. So, Boah, warte, ich möchte eigentlich definitiv hier so eine Leiter hin haben. Tanja, warum so still? Was? Ich bin am Bauen, ich hab zu tun. Du bist ja am Bauen, hä? Ich brauch, davon brauche ich was, genau. Okay, dann schnappen wir uns noch ein bisschen Holz. Weil wir brauchen auch noch eine zweite Etage. So. Das ist jetzt Totenholz. Ich hoffe, meine Materialienwahl war nicht dumm. Bruchsteinschiefer ist ja genauso gut wie Stein, oder? Eigentlich schon, ja. Wieso? Nur so.
weil ich das schicker finde, weil das so ein bisschen dunkler ist. Ja, ist okay. So, also ich bin mit meinem Haus bisher eigentlich gut zufrieden. Aber es fehlt natürlich ganz viel. Aber es sieht schon mal von der Entfernung, ja, sieht schon mal schön aus. Sieht so aus wie, ja, das Haus eines Königs. Das passt halt natürlich perfekt zu mir. Ja, ja, Bescheidenheit. Schon immer dein Thema gewesen. Mhm. Richtig dann, ja. So. Ich bin aber auch relativ zufrieden mit dem, was ich hier so fabriziere, wenn ich ehrlich bin. Ich finde das jetzt nicht ganz schlecht. Es wäre definitiv einfacher, wenn man um und am Haus fliegen könnte. Das können wir uns, glaube ich, einig sein. Ich brauche noch davon ein bisschen was, dann passt das. Haben wir eigentlich überhaupt Wolle momentan? Wofür brauchst du denn Wolle? Ja, vielleicht, wenn ich Teppich oder so brauche. Keine Ahnung. Da musst du noch mal ein paar Schafe schlachten. Okay, also hier kommt. Oder du nimmst einfach die Schere, die wir haben. Das geht natürlich auch. Ja, perfekt. Oh. Was machst du denn für ein Haus? Ja, ich mache ein Wüstenhaus, aber natürlich ein sehr modernes wieder. Ja, Wüstenhaus, Wüstenhaus kann ja vieles heißen. Meinst du damit einfach, du baust es aus Sand? Nö, eigentlich nicht im Sand. Okay. Ich bin gespannt. Hat das nicht gereicht, oder was? Anscheinend nicht. Gut, okay. Dann geht es nochmal in den Wald. Ich denke, so 10 Minuten in dieser Folge haben wir noch dann, ja? 10 Minuten? Ja. Reicht nicht. Ja, aber gut, du kannst ja in den weiteren Folgen kannst ja ein bisschen weiterbauen, wenn du möchtest. Okay. Zwischendurch. Aber diese Folge galt ja wirklich jetzt so ein bisschen. Dafür mich aus der Base zu verbannen. Bitte? Dafür unsere WG aufzulösen. Ja, also wir haben unsere WG nicht aufgelöst, sondern wir bauen unser eigenes kleines Dorf dann, ja. Wir bauen unsere Base. Unsere Base ist nicht nur das Haus, sondern wir brauchen auch Häuser, ne, Nachbarschaft. Wenn du das gesagt hättest, es hätte so viel freundlicher geklungen als, ja, ich will meine Privatsphäre, dann ja, bau dir ein eigenes Haus. Ja, also die möchte ich ja auch ein bisschen. Hm. Okay, Danja, wollen wir schlafen? Was? Ja, können wir machen. Okay. Also ich werde, glaube ich, auch noch nicht fertig mit meinem Haus. Aber... Also ein paar Katzen können ja auch nach Hause ziehen. Die müssen ja nicht alle im Katzenhaus bleiben. Aber eigentlich wäre das schon ein bisschen traurig. Wäre schon traurig. Ah, die sollen mal da bleiben. Komm. Ich würde die Katzen jetzt echt nur ungerne trennen, ne? Ja, hast du recht. Bin ich ganz ehrlich. Da muss ich dir recht geben. Ich denke, hier kommt dann... so ein bisschen der Garten hin. Oh, jetzt bin ich so blöd. Ich habe das Glas unten vergessen. Ist aber nicht schlimm. So, hier kommt jetzt wieder 1, 2, 3. Ja, machen wir mal nur 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hä? Danja? Was? Weißt du, wer gerade durch das Portal gekommen ist? Ja.
So ein Schwein. Ist durch das Portal zu uns gekommen? Ja. Na, großartig. Das kann ja jetzt nur Gutes bedeuten. Okay, den bekämpfe ich jetzt aber. Okay, den habe ich jetzt bekämpft. Wo ist denn sein Schwert? Hallo? Ich wollte sein Schwert. Okay, gut, nicht schlimm. Ich weiß jetzt nicht, ob ich damit was losgelöst habe, aber durch das Portal sollen die eigentlich nicht kommen. Nee, wäre besser, wenn die da nicht durchkommen würden. Da gebe ich dir recht. Okay. So, ich denke, ja, ich brauche ein bisschen Glas. Also die greifen uns zwar nicht an, aber trotzdem. Ja, hier haben will ich die halt trotzdem nicht, ne? Ist ja nicht, was nachts ist. Ja, ich glaube, ja, stimmt, stimmt. So, sehr gut. Dann wollen wir noch ein bisschen hier hin. Und in der nächsten Folge, Leute, geht es wieder in die Minecraft-Hölle. Und vielleicht kommen wir diesmal ein bisschen weiter. Weil ich Wer das Gefühl, geht in auch der nächsten Folge in die Minecraft-Hölle? Ja, wir. Ich baue mein Haus, jetzt habe ich hier zu tun. Ja, also es ist genauso wie letztens auch, ne? Also auch hier war der Anfang schwer, Leute. Und trotzdem haben wir es geschafft. So, perfekt. Damit bin ich schon mal zufrieden. So. So. Hier mache ich aber nur auf. Ah! Dann ja, vorsichtig. Hey, dein Haus sieht ja richtig gut aus. Was ist los? Was? Dein Haus sieht ja richtig gut aus von hier. Naja. Das haben wir. Ich denke, hier reicht das jetzt auch so. Ja. Okay. So. Wo kriege ich denn Wasser? Ja. Hier auf der anderen Seite ist doch haben wir doch ein Meer. Was fragst du denn da dann, ja? Ein Meer? Ja, hier, da ist doch so ein, also beziehungsweise ein Fluss. So. Ja, da gehe ich nochmal hin, probiere mich da nochmal zu bedienen. Halt auch einfach literally gar nichts zu futtern. Okay, ja gut, dann gucke ich mal nach Wasser. Mach das. Das Ding ist halt, ich brauche halt echt sehr, 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 sehr viel Wasser. Ja, du kannst ja, du brauchst halt ein 4x4-Feld, dann hast du ja unendlich Wasser. Ach, da kann ich unendlich Wasser draus nehmen? Ja, also mach erst ein 2x2-Feld, sorry, also sozusagen, dass du... Ein Viererfeld einfach. Genau, ein Viererfeld hast und dann kannst du, so ein Quadrat, dann kannst du da unendlich immer Wasser rausholen. So, was ist mit dem Wetter momentan los in der Wüste? Keine Ahnung, du... Vielleicht liegt das am Portal. Das kann sogar sein. Boah, das kann sogar sein. Das wäre ja richtig wild. Das ist einfach ganz komische Sachen aus dem Portal rausgeholt. Ich habe anderes Wetter rausgeholt. Irgendwelche Schweine, die da rauskommen und komisches Wetter. Nee, Portal, bleib du mir mal bloß fern.
Holz brauche ich. Ich brauche ganz viel Holz noch. Okay, alles klar. Ich brauche noch ein bisschen Holz. Hä? Was? Danja! Was denn? Hier ist ein fahrender Händler. Ja, mit zwei Lamas. Ja, da kannst du was eintauschen bei dem. Ja, ich weiß, der ist ja voll cool. Smaragde, ja, du musst Smaragde. Ja, wir haben Smaragde, aber brauchen wir was sonst? Ja. Ja, du kannst ja mal gucken, was er anbietet. Hallo, hast du nur das anzubieten? Okay, also er hat nicht wirklich was anzubieten, außer Schwarzpulver, brauner Farbstoff, schwarzer Farbstoff, Farn, Nautilus-Schale und rosa Tulpe. Also lohnt sich jetzt nicht wirklich. Okay. Also er kann ruhig weiterziehen. Oh, das ist ja schön. Ist ja cool. Hast du das noch nicht gesehen? Nö, ich sehe das zum ersten Mal. Ah, okay. Ich sehe das zum ersten Mal. Ah! Nein! Ja, super. Klasse, Danja. Der hat mein Haus in die Luft gesprengt. Oh ja, ich sehe es. Oh, das ist natürlich gar nicht gut. Das ist natürlich gar nicht gut, Danja. Oh, ich sehe es gerade. Das ist ja ein richtiges Loch hier. Ich könnte natürlich Alter, alles so einsammeln, was du verloren hast. So ein Blöder. Hey, was sagst du? Ich könnte natürlich alles einsammeln, was du da verloren hast. Ja, das wäre jetzt aber schon ein bisschen mies, ne? Ja, nicht nur ein bisschen, sondern voll mies. Der hier einfach komplett mein Haus in die Luft gesprengt. Ich krieg die Krise. Mann, das soll nicht dem sein Ernst, ey. Alles wieder hinstellen. Jetzt mal ehrlich. Okay, so viel war das ja jetzt nicht. Komplett die Wände neu machen hier. Was soll denn sowas? Ich verstehe das nicht, warum Leute sowas machen. Verstehe ich auch nicht. Muss halt aber, auch einfach nicht sein. Aber es sind halt Creeper. Weißt du? Okay, Danja. Ja, was? Mach das noch zu Ende. Ja, jetzt lass mich das zumindest noch zumachen, ey. Bevor du hier schon wieder frühzeitig die Folge beendest. Frühzeitig nicht, wir sind jetzt schon eine Dreiviertelstunde dabei. Ja, Mann, ich kann ja nichts dafür. Ja, ich ja auch nichts. Aber dein Haus ist schön. Ist zwar ein bisschen viel Stein, aber es ist schön. Ich brauche definitiv noch eine Tür. Nicht, dass da vorne nochmal irgendeiner reinkommt. Sieht aber gut. Oh, ich habe gar nicht dran gedacht. Oh, ich vergesse das immer wieder. Wir hatten ja schon einmal die Nacht. Oh, guck mal, jetzt ist der Händler bei mir geblieben. Oder hat er die Lamas hier gelassen? Nö, der ist noch hier. Wo bist du denn? Hä, der ist nicht mehr da. Ja, der geht auch irgendwann, klar. Hey, warum wäre ich angespuckt? Ich wollte doch nur den Händler befreien. Ihr braucht mich doch jetzt nicht anspucken hier. Ja, jetzt werde ich die ganze Zeit von denen angespuckt. Danke, Lamas. Danke, Lamas, für gar nichts. Oh, hallo. Jetzt hauen die auch nicht mehr ab. Was machst du denn gerade mit den Lamas? Gar nichts. Guck mal, der Händler war im Sand und ich wollte eigentlich nur den Sand wegmachen. Aber anscheinend war das ein Bug oder vielleicht ist er nachts nicht zu sehen. Ich weiß es nicht. Denk gerade drüber nach, wie wir das am besten machen. Aber wenn ich da das Wasser rausnehme, dann kommt doch da nichts mehr rein. Doch, das ist halt diese unendliche Quelle. Das ist keine unendliche Quelle. Doch! Sag, was wollt ihr jetzt hier bei mir? Oh! Jetzt werde ich hier von Lamas die ganze Zeit angespuckt. Bist du sicher, dass das 2x2 ist? Jaha! Aber da, ich tue Wasser da rein und dann nehme ich es wieder raus. Und dann ja, aber du musst überall von links, rechts musst du sozusagen das Wasser, dass das eine Ebene ist. Ach so, also ich muss im Prinzip jetzt viermal das voll machen und dann ist das unendlich oder was? Okay, ich glaube, dann habe ich es begriffen. Wäre ja besser, wenn hier noch irgendwie Wasser noch näher wäre als... Es tut mir leid. Durch die Wüste gucken muss. Können wir vielleicht mal schlafen? Ja, aber ich muss mich um die Lamas hier kümmern. Sorry, es tut mir leid. Was machst du denn jetzt mit den Lamas? Ja, sie leben nicht mehr. Die haben mich aber die ganze Zeit angegriffen.
Also das ist mehr so auch... So, okay, passiert, wir schlafen jetzt, ne? Leute, das war's. Heute haben wir angefangen, unser Haus zu bauen und wir sind auch schon gut weit gekommen. Also die Häuser werden definitiv beim nächsten Mal fertig. Aber ich muss so oder so nochmal in die Minecraft-Hölle, weil ich brauche noch ein paar Blöcke von da. Leute, das war's, nein, Minecraft-Loser. Nein, nein, tschö. Ich kann nicht schlafen, nein. Wieso nicht? Weil hier gerade eine Spinne ist. Ja, dann komm doch einfach hier zur Base. Ah. Ja, Leute, okay. Das war's. Tschö.